Willkommen zurück bei Mario und Luigi Superstar Saga. Im letzten Part hatten wir einen netten Gast dabei. Heute mal wieder alleine, weil ich das Ganze wieder an einem anderen Tag aufnehme. Und ja. Ich werde jetzt als erstes... Oh nein. Ja, egal. Gut. Mario ist direkt wieder aufgestanden. Das ist ein Vorteil für mich. Dann kann ich direkt wieder angreifen. Aber das war für den Arsch. Ja, wenigstens ist von dem die Schale abgefallen. Ja. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal öfters ein paar Leute in meinen Videos drin haben soll. Also ich meine damit andere Let's Player, weil jetzt zum Beispiel im Hardcore Games Projekt hatte ich Svenja dabei, die macht aber keine Videos. Oder halt auch in einem anderen Minecraft Let's Play hatte ich halt einen Jannis dabei, der hatte auch keinen Kanal. Und ja, das war für mich jetzt so ein bisschen Premiere, dass ein anderer Let's Player mal in einem Video von mir ist. Na gut, der eine Hardcore Games Part zählt nicht wirklich, weil... Ja, das war so ein Kampf, da wo einfach alle in, im TS drin waren. Oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Hab ich bis jetzt schon vergessen. Egal. Hier wäre auf jeden Fall eine Röhre, womit ich mich dann mit den anderen Gebieten verbinden kann. Das finde ich sehr, sehr gut. So, erstmal aktivieren. Wir können theoretisch jetzt auch sogar zum Sternschlumpffeld mal eben gehen. Machen wir aber jetzt nicht, weil es nicht wirklich viel Sinn macht. Ich glaube sogar auf dem, im Gröltal, war nicht Gröltal, wie hieß dieser Berg dann nochmal? Ach, keine Ahnung, habe ich bis jetzt schon wieder auch vergessen. War schon wieder so lange her. Und ja. Na, wäre es nicht besser, wenn ich erstmal ein bisschen untersuche hier, oder? Weil bevor ich jetzt hier irgendwo hinlatsche. So, ich guck mal auf die Karte. Achso, nee, nee, ich bin richtig. Gut, also dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich kann einfach hier lang gehen, ohne dass ich hier irgendwo mich verlaufe oder irgendwas vergesse. Gut. Hier kann man nochmal speichern und... ja, das wäre eigentlich mit dem Raum, mehr gibt's hier nicht. So. So. Mario wird klein gemacht, damit er hier den Schalter aktivieren kann. Und auf der rechten Seite kann er einfach so durchgehen, wir brauchen nicht nochmal auf ihn draufhauen. Und da verstecken sich Items. Einmal ein Pilz, einmal ein Sirup und, noch ein Sirup, geil. Gut, kann ich gut gebrauchen, denke ich mal. So, warte. Luigi, mach den wieder groß, danke. So, hier sind auch nochmal ein paar Items. Also, ich muss echt sagen, hier sind sie echt spendabel hier im Wald. Und du lässt uns nicht durch, oder? Ja. Du bist mir zu dick. Nicht, dass ich was gegen dicke Leute habe, aber... Ja, der ist ein bisschen schwer, den können wir nicht vorbeischieben oder so. Grinse mal Zwergenlöcher. Okay. Hier geht's hoch. So, wo kann ich denn hier hingelangen? Also hier hatten wir so ein komisches Rätsel und da hat's gerade ernsthaft geleckt. Na egal, ich lade nämlich gerade noch hoch. Kann sein, dass da mein PC ein bisschen in den Arsch getreten. Oder, nee, ich sag das jetzt nicht. So. Fast Spaß Teil 1. Eine Kurzballade in zwei Sätzen nach In Vino Veritas. Ein leeres Fass steht einsam da. Tauchst du direkt darunter auf, so nimmt das Fass seinen Lauf. Und das Fässchen hat er ja hinten geschrieben, der gute In Vino Veritas, den wir noch nicht kennengelernt haben, leider. Ich frag mich, ob wir den überhaupt mal kennenlernen. So. Gut, das hätten wir abgebrannt. Jetzt können wir dann nach oben. Und wir können auch somit den Weg weitergehen. So, hier hätten wir auch einen neuen Gegner. Ich werde dich direkt mal herausfordern. Oh, ich habe keinen ersten Angriff gemacht, leider. Egal. So. Was bist du denn für ein komischer Gegner? Ich sollte dich am besten erstmal ausschalten. Du hast nämlich Spuckbusch und bestimmt bist du stark. Du siehst nämlich nicht schwach aus. So, naja, wir haben ihn one-hitted, aber ich denke mal nicht, dass wir ihn mit einer normalen Attacke one-hitten könnten.
Ja, so ähnliche Gegner gab es auch im zweiten Teil. Das waren diese Kokosnuss-Dinger. Aber die konnten ihren Pfeil so nach oben tun, damit wir nicht auf den drauf springen können. So. Okay, dann hätten wir das auch erledigt. Ich gehe aber jetzt mal in die linke Richtung, weil man kann hier noch was zerstampfen. Mit dem Hammer. So. So, hier geht's auch lang, aber naja, kommen wir nicht weit. Ist nur so ein kleiner Schlund. So, ich gehe mal auf die rechte Seite. Vielleicht wird da auch irgendwas vor uns versteckt. Ja, wieder ein paar Items. Also, ernsthaft, die sind sehr spendabel hier. Okay. Oh. Geld, 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 Geld. Wie viel ist da noch drin? Danke. Gut, wir haben gar nicht mal so wenig Geld. Wir könnten damit, denke ich mal, den halben Laden auskaufen. Oh, das war schlecht. So. Gut. Warte, das ist noch eine Karte. Ich gucke nochmal drauf, damit ich mich hier zurechtweisen kann oder zurechtfinden. Also. Theoretisch könnte man noch nach links da unten, aber das haben wir nicht machen können, weil wir da irgendwie nicht hinkamen. Dann kann man nämlich noch nach links und durch die Höhle kann man auch noch mal ein bisschen abkürzen, aber wir haben halt nicht die Möglichkeit dazu, da hinzukommen. So hoch können wir natürlich auch nicht springen. So. Hier muss Luigi mal wieder in den Boden gehauen werden, damit er in das Fass reinsteigen kann. Das Geräusch hat sich aber gerade lustig angehört. Ach, ich bin so blöd! Mano, ich dachte, weil Mario ist ja eigentlich dafür zuständig, dass er... Na, das Fass muss ich jetzt wieder erscheinen lassen, indem ich aus dem Raum gehe. So, ich sollte mal ein bisschen wieder ein Behinderter reden, weil irgendwie rede ich gerade wie so ein Behinderter... Naja. Macht gerade keinen Sinn, was ich gerade rede, aber egal. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen komisch drauf. Warum, weiß ich nicht. Ist zwar schon ein bisschen später, aber ich meine, das ist ja keine Entschuldigung. So. Diesmal nichts falsch machen. So. Und so. Okay. Was finden wir denn hier? So, nochmal ein Speicherblock. Wo sind wir denn jetzt? Eben waren wir bei den Zwergenlöchern, jetzt sind wir beim Waldegard. Was will denn der Waldegard von uns? Oder, ja, gut. Na, ich werde einfach mal in die Mitte gehen. Ach, hallo. Bist du Waldegard? Ich bin Waldegard, der Wächter des Waldes. In diesem Wald findet ihr die edlen Lachbeersträucher. Um hier zu passieren, müsst ihr drei Lachbeeren in drei Farben finden. Weiße Lachbeere, rote Lachbeere, rosé Lachbeere. Bringt Lachbeeren in diesen drei Farben her, dann gewähre ich Gelass. Ah, okay. Verstanden. Ja, ich werde erstmal in die linke Richtung gehen. Oh, hier sind sogar ganz viele Gegner, aber ich werde erstmal mir das Item hier holen und dann werde ich... Oh, der hat mich vorher abgeworfen. Weiß man eigentlich, ob die jetzt durchrennen oder halt nur den Pfeil dahin halten? Weil das sehe ich jetzt nicht bei denen oder irgendwie... Es gibt da kein Motiv von denen. So... Und, oh nein, ich bin so blöd. Stirb! Gut, das hätten wir erledigt. Als nächstes werden wir nochmal auf... Oh Gott, da waren ja so viele Pieksnüsse. Ach du Scheiße. Oh Mann. Den einen Spuckbus... Spuckbusch kann ich erstmal kaputt machen. Der andere darf erstmal angreifen. Was machen die denn überhaupt? Ah,
Ja, da kommen Fuzzis raus. Warum? Verstehe ich nicht. Ja, das Extra-Kommando, davon kann ich nicht. Extra-Kommando. Ach man, ich bin gerade ein bisschen behindert. Sorry. Ich kann nicht richtig reden. Das ist mein Problem jetzt gerade irgendwie. Das habe ich aber irgendwie nur in Mario & Luigi Parts. Im alten Partners in Time Let's Play, da hatte ich das auch. So, bei dir? Soll ich mal KP-Wert erhöhen? Dann mache ich auch nicht oft. Oder BP. Oder Bart? Bart. Das sind so viele Vierer. Ey! Ich bekomme da die 2. Warum? Da waren so viele Vierer bei. Und Dreier auch. Wohl mehr Vierer als Dreier, aber egal. Ah ne, ich gehe erstmal ein bisschen erforschen. Oder mehr gibt's hier auch nicht. Okay. So, erstmal linker Weg. Oh. Wer bist du? Ich bin die Enkelin der großen Waldegard. Ach. Das ist also kein männlicher Baum. Ah ja. Was fällt euch ein, so einfach in mein Zimmer einzudringen, ihr Frechlinge? Aber wenn ihr schon mal hier seid, dann könnt ihr genauso gut eine nützliche Kleinigkeit lernen. Oh nein. Ach so. Habt ihr schon die kleinen Markierungen auf dem Boden gesehen, ihr beiden? Die zeigen an, dass an dieser Stelle Bohnen im Boden stecken. Habe ich euch schon erklärt, aber egal. Wenn der Grüne im Boden versinkt und bei der Markierung wieder auftaucht, kann er jeweils eine Bohne ausgraben. Hier sind genau 5 Bohnen im Boden, 5 Bohnen im Boden vergraben. So. Findet alle 5 und ich öffne euch das Gitter da vorne. Okay. Luigi geht in den Boden, so. Ey. Danke. Düt. Ja, ich habe alle gefunden. Mach mir mal das Tor auf. Danke. Oh. Hat jetzt keine Lust, das Wort zu lesen. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. So. So. Oh nein. Ein Wiggler. Warte mal. Ja, das scheint etwas zu bringen. Sollte ich da mal reingehen? Ich hoffe mal, dass ich jetzt da nicht voll penetrated werde. Oh. Ja. Oh nein! Der ist rot, der ist wütend. Komm. Mario und Luigi, wir müssen das jetzt schaffen. Oh nein, ein Boss. Warte mal. Ah, so. Warte, erstmal den so wieder entaggroen. Erstmal beruhigen, genau. So. Oh nein, warte, warte, so. So. Gut, hätten wir fast geschafft. Ach komm, ich bin so scheiße. So. Das wär's. So, jetzt können wir dem richtig auf die Fräse geben. Auf den Kopf, bitte. Ich sagte auf den Kopf, danke. Ey, das war's schon? Was war das denn für ein Luschi? Oh Mann, ich dachte jetzt, ey, das dauert jetzt wohl lange, aber den haben wir ja in 2 Sekunden weg gehabt, ey. Oh Mann, noch wieder nur 2. Na egal. Was ging denn bei dem? Der war ja so scheiße. Ja genau, heul ruhig, hast du verdient. So schlecht. Du hältst eine rote Lachbeere. Gut. Boah, ey, was war denn das gerade? Bin ich wirklich so OP? Achso, hier ist noch so eine Bohne. Warte. Jetzt sehe ich. Oh, warte. Ah, geht doch. Oh, ich dachte, ich müsste jetzt. Ah, egal. So. Okay, als nächstes werde ich mich mal an die anderen Dinger dran. Oh nein. Oh nee, Luigi, so. Na super, steh auf, danke. Ich glaube, es wäre mal von Vorteil, wenn ich mal die BP wieder erhöhen würde.
weil ihr gerade mal wieder ziemlich leiden müssen. Warum war das denn kein Konter? Gut, ich finde gut bei den Gegnern, dass man da so leicht das Angriffsmuster sehen kann. Oh, das war schlecht. Ey, komm! Nein! Oh, ich bin so scheiße, ey. So, erstmal auf den. Ja, das war sehr schön. Kann der denn nicht einfach den Hammerangriff machen? Das wäre voll gut. Oh, mit Luigi bin ich gerade so schlecht. So, den kann ich nämlich auch einfach kontern. Und auf dich hau ich mit dem Hammer drauf. So, was verdient. Oh geil, wir haben sogar eine Ahalia bekommen. Wofür wir die ganzen Bohnen brauchen, das stellt sich erst später heraus. Und ich sollte mal den anderen Weg auch nochmal abchecken. Habe ich noch nicht gemacht. Oh nein, hier sind auch nochmal Gegner. Okay, nee. Oh komm, ich bin so schlecht, ey. Okay, Brüder. So. Schlag, Brüder. Gut. Aha. Ey, komm. Ah, egal, ist nur geschenkte EP. Sterben werden wir hier schon nicht. Ach komm. Ja, ich wollte gerade schon sagen, ey, sterben werden wir hier nicht. Mario hat nur einen HP. So, direkt mal heilen, direkt nach dem Kampf. So. So, das reicht. Und Sirup haben sie beide auch noch verdient. So. Ach. So. Platsch, ich meine Hackebrüder auf den Spuckbusch. So gut. Na, dem kann man auch leicht ausweichen. Na, ich bin so schlecht. Egal. Nee. Also ich glaube, wenn er laufen will, dann dreht er das Ding noch länger. Also schätze ich mal, ich weiß es nicht genau. So, hier muss ich hoch. Hier auch nochmal. Na super, war nur ein Sirup. Gut, dann geht's da in die Höhle rein. Okay. Höhle der Rosé-Lachbeere. Okay. Steht sogar noch ein Schild drauf, also heißt das, es ist nicht zu übersehen. Okay. Ich frag mich, was eigentlich dieser Claude von der Kuwe Extrem möchte. Möchte der sich damit betrinken oder was? Habe ich jetzt keine Ahnung von, also. Oder will er die verkaufen? Ach, keine Ahnung. Ist halt so ein Nintendo-Spiel, da wird nie was erklärt, was wirklich, mal was, Sinnvolles wäre. Mann, hier, ich bin immer... Ich will das hier schneller machen, aber man kann das nur so schnell machen, wie es einem das Spiel erlaubt. Und das ist nicht so besonders schnell, möchte ich behaupten. Okay. Gut, hier hätten wir mal die Rosé-Lachbeere. Und wo geht's wieder raus? Ich denke mal, ich gehe den Weg einfach wieder zurück. Ach, das war wahrscheinlich auch die Höhle, in der wir eben waren, wo wir halt nicht weiter konnten. Aber ja, egal. So. Gut, jetzt hätten wir schon mal zwei Lachbären geholt. Ich gehe jetzt mal auf den Weg zu anderen, weil... Ja, ich habe nämlich vor, den Part zu beenden. Weil wir haben jetzt schon 20 Minuten knapp. Und ja,
möchte halt wieder nicht überziehen mit der Zeit. Ach komm. So. Kann man eigentlich auch einen Erstangriff machen mit dem Auftauchen von Luigi? Weil, soviel ich weiß, ja, das war sogar in Partners in Time sogar möglich. Also mit den Babys, da konnte man sich auch in die Erde reinbauen. Oder hauen, wie auch immer. So. Ich glaube, danach nehme ich direkt einen neuen Part auf. Ich hoffe mal, dass ich da nicht wie so ein Behinderter rede. So, ach komm. Gut. So. Ey. Ja, gut. Da kommt kein neuer wieder, ey. Bin ich froh drüber. So, Luigi hat sein Level, das passt. Er hat irgendwie immer am Ende des Parts ein neues Level. Ja, KP. Ja, eine 4. Gut. Okay, dann würde ich mal sagen, falls euch dieses Video gefallen hat, trotz meiner andauernden Versprecher hier, das ist ja schrecklich, muss ich sagen. Ja, könnt ihr ja, falls ihr direkt schreiben kommt, dann vergesst ihr wert und nicht. Das war's, bis dann. Tschüss.